Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia Machine for Pigs. Ja, ich weiß, dass wir lange Zeit nicht aufgenommen haben und dass wir auch so ein bisschen hier jetzt erstmal schauen müssen, worum es hier noch ging oder was wir hier machen müssen. Denn ich weiß gar nicht, wo ich hier stehen geblieben bin. Blöderweise. Jetzt hakelt es ein bisschen. Dann wollen wir doch mal gucken. Also irgendwas hat es ja hier mit auf sich gehabt, ne? Ja, das geht jetzt nicht mehr. Oh, was mussten wir denn hier machen? Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt auch verdammt lange eine Spielpause gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, vorher zu mal nachzuschauen, wie es weitergeht, oder mal vielleicht ein bisschen reinschauen und weiterspielen. Habe ich leider verpennt. Muss ich ja zugeben. So, hier können wir nichts machen. Da ist ein Plan von irgendeinem. Eine Maschine. Können wir hier irgendwelche Knöpfe oder so drücken? Nein. Ja, nicht so. Also ich habe ja den heißen Verdacht, dass wir hier irgendwie... irgendwie müssen wir hier doch auch durchkommen, oder? Aber die Tür... Nee, dunkeln sehe ich auch nicht mehr. Also es muss irgendwas mit diesem Rad hier zu tun haben. Und eventuell diesem Aufziehgewicht hier oder so. Wie bei so einer Uhr, ne? Jo, da jetzt ja die Pause ein bisschen länger war, als ich eigentlich vorhatte. Sind wir hier? Ach ne, hier waren die versperrte. Hier ist die versperrte Tür. Nicht wahr, sondern ist die versperrte Tür. Ach, und schon läuft mir so ein kleiner kalter Schauer über den Rücken. Also ich kann mich erinnern, dass wir hier auch noch irgendwie... irgendwie hatten wir hier doch sowas wie einen Brunnen noch oder so, ne? Ja, und hier konnten wir ja so, glaube ich, auch nicht durch. Da mussten wir ja immer durch die Tür gehen. Aber ich höre jetzt auch Wasser hier. War das vorher denn auch oder ist das der Regen? Ah, da ist er ja. Das war ja der Brunnen. Müssen wir das denn auch tatsächlich selber pumpen? Früher musste man die ja immer pumpen, diese Dinger, ne? Hey. Nee. Ich glaube, da brauchen wir auch erstmal einen Eimer für. Und der Eimer, der daneben steht, den können wir gar nicht benutzen. Super, ne? Oder ist das ein Geheimgang? Aber ich höre auch nicht, dass sich hier irgendwas regt oder so. Also bewegt. Regen tun sich ja immer andere Sachen, ne? Gehen wir hier mal rein. Ich kann mich auch erinnern, dass hier irgendwas noch mit der Toilette war. Klopf, klopf, klopf. Ah. Ah. Uhu. Ich würde eher sagen, oh, oh. Hier ist ja alles mit Blut verschmiert. Alter. Dabei hatte der da eine Badewanne, der Pfosten. Jetzt können wir hier wieder reingucken. Ich hätte ein paar Sidulin-Tücher mitnehmen sollen, damit ich das Fenster ein bisschen sauberer machen können, damit wir mehr reinschauen können. Alter, ist das hier alles blutverschmiert.
Ach, und schau mal an, da haben wir ja noch so eine Pumpe. Aber erstmal möchte ich ein bisschen gucken, falls ihr nichts dagegen habt. Was sind das denn? Tote Ratten, na? Lecker. Also da ist ein Hammer und zwei Sägen, die mit Blut verschmiert sind. Da wird er wahrscheinlich Schlachter gewesen sein. So, jetzt versuchen wir mal. Ich glaube, jetzt ist gerade dieser Hebel hier aufgegangen. Die Schütte. Das Rohr geht jetzt da wieder zurück. Warum ist hier eine Schüttung? Was können wir da rein tun? Da ist ein Fließband. Und das ist, glaube ich, die andere Seite, die wir gerade gesehen haben. Könnte sie sein, ne? Aber was kommt hier rein? Vielleicht die toten Ratten. Gucken, ob es geht. Nee. Ich würde jetzt ja gerne hier so eine Flasche mal packen und die mal da reinschmeißen. Nur einfach so gucken, was läuft. Ich mache mir die Schüssel wieder zu. Okay, das hängt jetzt fest. Dann denke ich mal, müssen wir jetzt wieder zurücklaufen, weil da hinten auf der anderen Seite von dem Eingang war eine Tür. Hä? Los. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn wir hier gleich Stromausfall haben. Oh, bitte nicht. So, da geht das dicke Rohr entlang. Das dicke Rohr. Nein! Ich wusste es. Da passiert irgendwas. Oh, Scheiße. Nein! Ich sag's doch. Was ist los? Oh Gott. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Nur kurz. Mann, ey, ich glaube, ich weiß, warum ich jetzt nicht weitergespielt habe. Kann man sich eigentlich so einen Stuhl als Waffe mitnehmen? Ich hätte mir ja, auch wenn es vielleicht unnötig ist, aber ich würde mir ja für solche Spiele auch wünschen, dass man so, weißt du, so die Toilette dann benutzen kann oder so. Oder das Waschbecken? Nee, das Waschbecken. Ja, okay, bringt ja alles nichts. Wir müssen hier jetzt durch. Lichter sind doch alle wieder an. Nee, hier muss ich nicht durch, da bin ich falsch. Ich muss hier durch die Tür. Was? Das ist doch eine Schweinerei, oder? Also, ich bin mir doch hundertprozentig sicher, dass wir hier gerade noch durchgelaufen sind und dass auf den Seiten die Tür versperrt war. Fick die Hühner, ey. Das heißt, ich muss jetzt doch wieder durch durch den ganzen Raum. Scheiße. Tür zu. Oder? Nee, die lassen doch. Scheiße, scheiße. Ich will gar nicht hier durch. Sind das meine Fußtritte, die hier so knallen? Boom, 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 boom. So, dann theoretisch müsste das die Tür sein, ja. Na, wer wandert da so?
I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Er wird den ganzen Weg weinen. Ist das eine Heulsuse? Jammer, jammer, jammer! Ach. Wo ist Zimmer denn hier? Ach so, ja, ja, genau, genau, genau. Hier war ja gerade die Tür, die wir jetzt sind, diese ganzen Gitterkäfigtüren hier aufgegangen. Da können wir jetzt theoretisch auch durch, obwohl die hier vorhin noch geschlossen war. Da fragt man sich, wie kann das sein? Warum ist das so? Und hier sind wir gerade reingekommen. So, dann müssen wir hier, glaube ich, langlatschen. Ja, wir wurden gerufen. Ah! Ah! Was war das? Habt ihr das gesehen? Wir haben Besuch. We are not alone. Aber wo sind wir jetzt lang gegangen? Das macht die Sache nicht einfacher. Alles diese verschissenen Scheiß-Türen, ey. Unter jeder Tür, da verbirgt sich irgendwo... Oh, hier, den nehme ich jetzt mit. Und wenn dann irgendeiner der Geister kommt, dann schlage ich den Geistern um die Rübe. Um die Rübe. Irgendwie habe ich aber so das Gefühl, dass beim zweiten Teil von Amnesia hier weitaus weniger Gegenstände eingesammelt werden müssen. Nee, bleib du mal zu. Oder? Oh, jetzt geh wieder nach draußen. So eine Scheiß. Glocken läuten durch die Nacht der Ferne. Was? Alter Kollege, chill. Okay. Abgeschlossen. Kommt auch kein Wasser raus. Scheiße, müssen wir hier jetzt etwa draußen lang oder was? Ich nehme das Auto mit. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Auto, ey? 10 km Spitzengeschwindigkeit. Steht die Marke dran? Wes? Hm. Ja, das sind noch Maschinerien, wa? Dafür ist die Pritsche aber auch kilometerlang. Kann man die zumachen? Nee. Wird ja wesentlich so reinregnen. Ja. Also hier sind wir jetzt an einem Tor. Hier könnte ich nochmal entlang gehen, aber... Nein! Nein! Ich komme nicht! Stand da gerade ein Ei aus Stein? Ach, ich hätte auch gern Eier aus Stein, würde es nicht so wehtun. Okay, die ist auch abgeschlossen. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da wieder so ein Schwein steht. Worauf weisen die uns wohl hin? Das bin ich mal gespannt. Könnte man ja mal nachgoogeln, aber ich habe dann Schiss, dass ich mich zu sehr spoiler. Mache ich hier jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Zusammen mit der Musik. Ich finde, das passt gerade ganz gut. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge von Amnesia Machine for Pig. Bis dahin. Tschüss.